So, haben wir die Ehre und Grüße beim Garten-Easy. Was machen wir heute, Freunde? Ja, wie uns wird zum Kenntnis Tomaten ansehen. Nein, machen wir natürlich nicht. Wir sind wieder mal beim Dennis von Simobox. Servus, grüß euch. Und das wird jetzt nur eigentlich mehr oder weniger ein kleiner Reminder, dass ihr dran denkt, bei ihm zu schauen, was hier so alles passiert. Aber wir müssen das jetzt schon mal ganz kurz ansprechen, um was es geht. Du hast dich jetzt an die Königsklasse gewagt quasi. Genau, die Esche. Die Esche. Nach der ersten Regenbogenforellenversuch, dann Bachforelle, oder? Genau, erst Bachforelle, dann die Regenbogenforelle und jetzt die Esche. Jetzt die Esche. Genau. Das ist natürlich jetzt ein bisschen schwieriger, das Ganze. Also wir wollen jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, weil, wie gesagt, ihr schaut es dann bei ihm an. Ich verlinke das natürlich unten. Was ist jetzt das Besondere oder das Schwierigere bei den Eschen? An sich die Anfütterung. Das ist eigentlich so, sage ich mal, das größte Problem, allein schon von der Körnung her. Die sind, wenn sie schlüpfen, die Larven wahnsinnig klein, haben dementsprechend eine kleine Maulspalte und geschleckert sind sie auch. Also das sind eher so die Plankton-Liebhaber. Mit dem Trockenfutter haben sie es nicht so. Also das war jetzt wirklich, ja, sag mal, 11 bis 12 Tage harte Arbeit. Jeden Tag 5 bis 8 Mal herfahren, eine Messerspitze voll Futter, verschiedene Körnungen. Dann braucht man erst einmal das geeignete Futter dazu. Was macht man dann? Ja, dann wird man einfallsreich und kauft sich eine Kaffeemühle. Da haben wir miteinander schön den Becher auf. Genau. Wie macht man es jetzt am gescheitsten? Vielleicht mit einem Sieb oder so, gell? Bis du dann auf die Lösung kommen bist mit der Mühle, gell? Genau, genau. Ja. Den Tipp hat mir der Andreas noch gegeben, wo ich die Eschen gekauft habe. Vielen Dank dafür nochmal, Andreas. Und genau. Wie alt sind die jetzt? Die sind jetzt, also meinst du jetzt vom Schlupf ab? Vom Schlupf ab, ja, genau. Ungefähr, ja, ich sage mal, 17 Tage. 17 Tage. 17 Tage. Also das geht recht schnell. Die haben, ich sag mal, die sind reingekommen, sind geschlüpft. Also wir müssen natürlich auch mitrechnen. Wir haben jetzt von 7 Grad auf 14 Grad Wassertemperatur angehoben. Also die sind von der 7 Grad kalten Anlage in der 14 Grad warmes Wasser gekommen. Da sind die förmlich explodiert, sage ich jetzt einmal. Mhm. Und haben sie innerhalb von 3 Tagen, also Schlupf hat ein bisschen länger dauert, sagen wir so noch 3-4 Tage und dann innerhalb von 2-3 Tagen haben die sie wirklich alle vollständig aufgestellt und waren freischwimmend. Das war Wahnsinn. Also okay, das ist natürlich irre. Man kennt das ja ansonsten, dass das auch mal 2 Wochen dauert. Genau, also das ging verdammt schnell. Wie schnell sind sie dann das Futter gegangen? Du hast gesagt, 14 Tage hast du jetzt wirklich da kämpfen müssen. Ja, oder? So 11-12 Tage waren wirklich harte Arbeit. 5 bis 8 Mal am Tag herfahren und. Das ist ein Fischpapa, hä? Da brauchst du aber auch ein bisschen Elan, genau. Um das zu machen. Ein bisschen Liebe. Ja. Und dann macht es auf jeden Fall Spaß. Wie groß willst du machen da drin? Ja, ich sage mal so. Gramm. Ja, so 3 cm vielleicht. Mhm. Gramm. Und ist dann wieder Projekt Auswilderung hier? Genau, Projekt Auswilderung, genau. Vielleicht peilt man noch einen Teil in irgendeiner Weise und werden es ein bisschen weiterfüttern für ein paar Monate. Das kommt aber noch auf. Mhm. Noch ist da nichts sicher. Dann ein Nachbarverein, der macht da bei uns eben auch mit. Dem gehören auch 1000 Stück. Also in der Summe sind es 5000, 4000 von uns, 1000 vom Nachbarverein. Und genau, und da dämmen wir uns eben zusammen, dass wir das Projekt an unserem Gewässer eben vervollständigen können. Ja. So, und jetzt noch Quote. 60% durchbringen, zum Fressen bringen wäre gut. Wie viel hast du geschafft? Also ich würde sagen, momentan bin ich noch so um die 97-98%. Top. Gut. Geben wir ihnen ein bisschen was, oder? Ja, da die auch sagen. Ja. Die betteln schon seit geraumer Zeit, weil sie wissen, wenn der Papa die Klappe aufmacht, dann gibt's was. Und das lasse ich einfach mal in Gysi machen. Ja. Das habt ihr bei mir in der Fischzucht auch schon gesehen. Ja. Ich glaube, mir kann man da trauen, ich krieg's hin. Auf jeden Fall. Okay, das ist wirklich sehr fein. Genau, das sind jetzt 3 verschiedene Mahlgrade gemischt. Ja, gehen hin. Die gehen gut hin. So als Dosierung nehme ich mir jeden Tag so 1 bis 1,5 gestriffene Teelöffel voll ungefähr. Also weniger ist da wirklich mehr. Nicht überfüttern, Freunde, am Anfang. Sonst kriegen wir da auch ein Problem, vor allem auch in der Partikelgröße mit der Kiemenschwellung aufpassen. Deswegen lieber ein bisschen weniger Neider, die Box immer schön sauber halten oder euer Brutrinne, je nachdem, was ihr für Gegebenheiten habt. Ganz, ganz wichtig. Ja, aber es sind mindestens so 20%, was gut frisst und der Rest wird auch dran gehen. Lass du offen oder machst du zu? Ich lasse immer offen, weil ich habe gemerkt, die mengt Sonne eigentlich relativ gern. Okay.
Bei Eschenkettich weiß ich es nicht. Bei Bachforellen ist es zu besser. Bei Regenbogen ist es wurscht. Naja. Also gibt es dann einmal so halb-halb. Also ich habe die Klappe quasi halb zugemacht, dann habe ich halb Schatten, halb Sonne gehabt und die haben die dann automatisch eigentlich immer in Sonne reingedruckt. Genau. Alles klar. Mehr verraten wir jetzt nicht, weil ihr schaut es dann bei ihm an. Da ist auch noch was drin. Genau, stimmt. Und auch noch was drin. Was züchtest du da? Verrät's nicht, gell? Ganz was Seltenes. Gut. Lass dich überraschen. Weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, Gysi. Der ist für Überraschungen gut. Okay. Die Gattung kenne ich und die mag ich auch. Der sogenannte Biersalmler. Alles klar, Freunde. Dann, wie gesagt, schaut's beim Dennis vorbei. Und ansonsten liken, teilen, abonnieren vergessen. Ciao, sagt der Garten Gysi. Und ich darf mich wahnsinnig freuen. Und der Dennis von Salmerbox. Macht's gut. Ciao. Ciao.